Herzlich willkommen auf Guadeloupe. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade in Frankfurt am Flughafen und sitze hier in so einer coolen Area, irgendwie so eine Relax-Area, und die Stühle drehen sich einfach und man hat hier so einen Tisch und Steckdosen, und mir ist das noch nie aufgefallen, dass es hier sowas gibt. Richtig cool, ich bin auch ganz alleine hier, also wir haben 7:10 ist es. Und ich fliege heute nach Kuala Lumpur zu meinem Freund, der macht ja dann Auslandssemester, und ich freue mich schon richtig, also viel Spaß bei dem Video. Von mir. Ich bin in Paris am Flughafen angekommen und der Charles de Gaulle Airport ist wirklich riesig. Ich habe auch schon mein Gate gefunden, 1:22, das ist hier direkt vor mir. Und jetzt gucke ich noch, dass ich ein Croissant irgendwo finde, weil wenn man schon mal in Paris ist, dann muss es ja auch ein Croissant sein, ne? Okay, ich bin hier mal wieder in so einer super geilen Area. Ich habe meinen Croissant und einen Obstsalat, also ich bin glücklich und ich sitze hier einfach bei so einem Aussichtspunkt irgendwie. Also ich schwimme gleich mal rund, wie das aussieht. Das ist auf jeden Fall richtig cool und hier kann ich jetzt warten, bis mein Flug kommt. Das dauert nämlich jetzt noch 2 Stunden. Herzlich willkommen auf Guadeloupe. Ich habe es geschafft, ich bin angekommen. Die Reise gestern war doch echt mega anstrengend, vor allem im Flugzeug. Ich hatte komische Nachbarn, aber das ist vergessen, weil ich meine, wie schön ist es hier bitte? Vielleicht sollte ich mal ganz von vorne anfangen. Wir sind gestern Abend, also mein Freund hat mich am Flughafen abgeholt und dann sind wir mit dem Mietwagen hier zur Unterkunft gefahren, und die Vermieterin hier von der Unterkunft ist auch richtig nett und herzlich, und unser Airbnb hier ist auch wunderschön. Ich bin so fasziniert, wenn ich das hier selber gerade im Hintergrund noch sehe. Das ist einfach so schön und gerade so traumhaft, einfach hier zu sein. Ganz ehrlich, der Herbst ist hier meine absolute Lieblingsjahreszeit und ich habe schon gedacht, ich werde es wahrscheinlich vermissen, so den Herbst, aber gerade irgendwie gar nicht. Also wir haben jetzt auch 10:30 und schon deutlich über 30 Grad. Also es ist richtig heiß, die Luftfeuchtigkeit ist auch richtig hoch hier. Deswegen mit meinen offenen Haaren klappt hier wahrscheinlich erstmal nicht so gut. Ich muss sie gleich auch direkt wieder zusammen machen, weil es ja echt richtig warm ist, also deutlich über 50% Luftfeuchtigkeit. Und genau, also dann haben wir gestern hier noch einen schönen Abend verbracht und dann sind wir heute Morgen. Ich habe auch gar kein Problem mit dem Jetlag, Gott sei Dank. Also ich komme super klar, ich habe geschlafen bis 6. Habe auch die ganze Nacht durchgeschlafen. Das kommt wahrscheinlich davon, weil ich 20 Stunden nicht geschlafen hatte. Ich bin gestern um 4 Uhr aufgewacht und bin dann zum Flughafen gefahren und habe dann 20 Stunden nicht geschlafen. Auch mit der Zeitverschiebung. Hier sind es 6 Stunden nach hinten. Also wir haben jetzt hier 10:30 und das heißt, in Deutschland ist es jetzt, kurz rechnen, 4:30. Also 6 Stunden nach hinten. Und ja, ich bin topfit, also wie gesagt, mit dem Jetlag zum Glück gar kein Problem. Heute Morgen waren wir jetzt schon einkaufen ins Super U. Das ist auch so ein Supermarkt, den gibt es auch in Frankreich. Also Guadeloupe gehört ja auch zu Frankreich, deswegen gibt es den hier. Und aber Obst und Gemüse ist richtig teuer. Generell hier alles ist eigentlich richtig teuer. Also das, was wir heute gekauft haben, ich habe über 90 Euro bezahlt, ich glaube 94 Euro noch was. Gerade auch Obst und Gemüse ist richtig teuer, weil das halt alles hier überschifft wird. Wir haben jetzt schön gefrühstückt und ich habe es einfach nur richtig genossen, weil wie schön ist es bitte mit so einer Aussicht zu frühstücken. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Chilling. Wir haben hier auch einen Pool, da gehen wir gleich noch rein. Und dann gehen wir hier ins Landesinnere zu einem Wasserfall durch den Dschungel und ich freue mich schon richtig.
Okay, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt an dem Wasserfall einfach hier hinter mir. Und die letzte Etappe war gerade am schwierigsten, weil hier so ein riesiger Stein ist und ich bin da fast nicht drüber gekommen. Aber es ist gerade einfach so surreal, weil wir im Regenwald sind, wirklich im puren Regenwald. Und es regnet auch noch. Und jetzt sind wir gerade hier an einem Wasserfall und schmecken jetzt noch ein bisschen was, machen noch fest ein Schwimmchen. Und es ist einfach unbeschreiblich, gerade hier zu sein. Gleich nur ein bisschen tricky, wieder den Weg zurückzugehen, weil es jetzt einfach heftig regnet und wir müssen bis die Wand hier dann wieder hochklettern müssen und die wird jetzt wahrscheinlich richtig rutschig sein, einfach nur weil es so heftig regnet hier. Wir sind jetzt noch übrigens wieder auf dem Weg zurück ins Auto, weil es heftig am Regnen ist und wir schon 3 Uhr haben. Um 6 Uhr wird es hier dunkel, deswegen gehen wir jetzt lieber zurück zum Auto, aber das ist gerade einfach nur so ein krasser Vibe hier im Regenwald zu sein, wenn es im Sturm regnet. Quatschnass. Hat irgendwie was. Also ist richtig cool irgendwie. Jetzt Wraps und ich dachte, ich habe eine Zucchini gekauft, aber das ist eine Gurke, weil mein Freund meinte gerade, es gibt hier gar keine Zucchini. Wir sind auch so blöd, um den Herd zu bedienen, deswegen gibt es das jetzt einfach roh. Und die Wraps können wir einfach in der Mikrowelle machen, weil wir haben eine Mikrowelle und dann, genau, wird schon schmecken. Wir sind jetzt wieder zurück und auch schon frisch geduscht und wir haben ja auch gerade schon Wraps gemacht und es ist einfach noch... Okay, ich brauch's gar nicht sagen, es ist halt noch richtig warm, ne? Wir sind hier in der Karibik und ja, ich kann halt so abends noch rumlaufen und wir haben jetzt, okay, ich habe meine Uhr gerade nicht an, aber wir haben ungefähr 5:50 oder so und hier ist es halt genau 12 Stunden hell, also 12 Stunden dunkel und 12 Stunden hell und einfach die Geräuschkulisse hier ist der Wahnsinn. Hier sitzt so eine Zirpe am Baum. Und die hat gerade so laute Geräusche gemacht, das war richtig Wahnsinn, einfach so hier total im Urwald mit den Geräuschen. Ist einfach richtig schön. Und vielleicht noch kurz was zu unserer Wanderung von eben, also im Regenwald. Es hat ja richtig angefangen zu regnen, einfach als wir unterwegs waren. Und das Gefühl einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, das war einfach ein richtiger Vibe. Also ich habe mich so glücklich gefühlt in diesem Moment, wo wir durch den Dschungel gewandert sind und es hat geregnet und wir waren klatschnass. Ich weiß nicht, ich habe es in dem Moment einfach richtig gefühlt. Es war toll, ich hatte voll die Glücksgefühle und es war irgendwie so... atemberaubend. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Einfach das Gefühl, was ich da hatte, das war einmalig und selbst wenn ich versuchen würde, es so zu beschreiben, wie es war, es wird einfach nicht so rüberkommen. Also es war einfach atemberaubend schön und wird mir, denke ich mal, für immer einfach in Erinnerung bleiben.
Hier war übrigens unsere Ferienwohnung. Wir sind gerade hier alles am Aufräumen, weil wir müssen uns jetzt schon ein bisschen beeilen, weil wir haben schon kurz vor 11 und um 11 müssen wir raus sein. Wir hatten sogar eine Klimaanlage, das war ganz praktisch und echt cool. Genau, das war unser Häuschen und hier noch ein richtig schönes Bad. Genau, und jetzt müssen wir uns beeilen. Das ist Tamarinde, das gibt es nur in tropischen Ländern. Und die knackt man so. Und das da kann man anscheinend essen. Und ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Okay, Taste-Test, ist das jetzt so ein Ding? Okay, also das schmeckt süß. So ein bisschen wie Marmelade irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich es gern mag. Was sagst du? Okay. Okay, das wird jetzt der Moment der Momente. Mein erster Strand auf Kuala Lumpur ist direkt hinter mir. Vergessen. Ja, das ist meine Hose, Quatsch, nass, Scheiße. Ich musste ganz schnell mein Outfit wechseln, weil die Welle mich eben komplett nass gemacht hat. Und das Kleid hier hat mir jetzt einfach schon zum zweiten Mal den Arsch gerettet. Weil einfach gestern beim Regen war ich ja auch total nass und jetzt war ich total nass und ich hatte zweimal das Kleid dabei und das hat mir zweimal, ja, hat mich zweimal gerettet. Einfach die, ja, wir laufen alles ab. Einfach die Vegetation hier, wie es hier aussieht. Wie, als wären wir total woanders. Voll krass. Ich bin jetzt auch übrigens offiziell Mikro-Influencer. Ich habe es geschafft. Ich habe bei Instagram die 1000 Abonnenten geknackt und ich bin wirklich dankbar für jeden einzelnen von euch. Und ich habe bei Instagram auch ganz viel von Kuala Lumpur hochgeladen bis jetzt schon. Wir haben gerade mal den zweiten Tag und mein ganzes Instagram ist voll von Kuala Lumpur. Deswegen, falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr das auch gerne machen. Ich heiße da katrin.99. Ich schreibe es mal hier unten hin. Und ich würde mich wirklich über ein Abo von euch freuen. Zugegebenermaßen habe ich meine Haare gerade nur aufgemacht, damit die Bilder schön werden, weil in Wirklichkeit ist es heiß wie die Sau und die Karibik ist viel zu heiß für lange Haare. Wirklich, die kleben an mir. Schön ist es hier bitte. Ich kann es gerade nicht glauben, wo ich stehe. Immer wenn ich an so besonderen Orten bin, stelle ich mir die Weltkarte vor und dann stelle ich mir den Punkt vor, wo ich gerade stehe auf der Welt. Und das ist einfach viel zu krass, einfach so schön. Unser Ziel ist es jetzt, da hinten zu dem Strand zu kommen und da ein bisschen zu schnorcheln. Es war so klar, dass irgendwas passiert. Mein Flipflop ist kaputt gegangen. Aber mein Freund hat ihn repariert mit einem Taschenmesser, der hat da so ein Loch reingemacht und hat dann die Schlaufe durchgezogen, dass ich jetzt was habe, weil der Untergrund hier
ist echt mies, wenn ich das barfuß laufen müsste. Deswegen gehe ich jetzt extra vorsichtig, dass es nicht noch mal mehr kaputt geht. Wir sind hier gerade schon bei der Autovermietung, weil mein Freund jetzt noch meinen Führerschein eintragen lässt, damit ich hier das wunderschöne Auto auch fahren kann. Das hat eine Klimaanlage, das ist wunderbar, weil ohne wird hier gar nichts funktionieren. Und dann fahren wir jetzt ins Decathlon, damit ich mal ordentliche Schuhe bekomme. Und dann gehen wir noch einkaufen und dann gibt es erstmal Frühstück, weil wir haben jetzt schon 9 Uhr und ja, bis zum Frühstück müssen wir wahrscheinlich 12, keine Ahnung, und dann mal gucken, was wir heute machen. Wir haben heute keinen richtigen Plan. Einfach mal gucken. Wir sind gerade hier auf Basse-Terre, das ist die grünere von den beiden Inseln. Und wir sind gerade hier am Schildkrötenstrand und wir waren gerade schnorcheln, deswegen habe ich hier gerade noch einen Abdruck. Und wir haben auch eine Schildkröte gesehen, das war einfach richtig schön. Ist einfach mal hier was anderes. Generell mag ich, glaube ich, hier die Insel ein bisschen lieber, weil die einfach mehr Natur hat und hier gefällt es mir einfach ein bisschen besser. Hier gibt es auch so süße kleine Essenstände und da holen wir uns jetzt Churros, weil die kosten einfach nur 2 Euro, mit Nutella 3 Euro und für eine Packung Erdbeeren bezahlt man hier einfach 9,90 Euro. Okay, der Strand war einfach nur traumhaft schön. Wir sind jetzt gerade wieder auf dem Weg zum Auto, aber hier hinter mir ist er gerade nochmal. Und ja, war einfach ein richtig schöner Nachmittag. Jetzt schauen wir in die Wohnung, machen uns vielleicht ein bisschen frisch und dann gehen wir noch bouldern. Ich melde mich jetzt erst persönlich. Wir haben in der Zwischenzeit 3:30 und heute Morgen habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, außer gelernt. Deswegen habe ich da jetzt nicht so gefilmt. Und jetzt gerade sind wir auf dem Weg zu einem Wasserfall und danach gehen wir noch an den Strand und beim Sonnenuntergang dann noch ein kleines Picknick, weil wir haben heute Jahrestag. Wir sind heute 7 Jahre zusammen. Okay, das hier erinnert mich gerade irgendwie voll an Center Park. Weil da in den Gebäuden gibt es ja irgendwie auch so Wege mit so Dschungel irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie erinnert mich das gerade an Center Park.
Okay, wir haben jetzt hier unser Setup für den Abend hier aufgebaut. Einmal mit Hängematte und Picknickdecke und hinter mir der Strand, der übrigens traumhaft schön aussieht. Wir haben inzwischen schon 1 Uhr und ich habe mich heute noch gar nicht gemeldet. Das liegt daran, dass heute wirklich gar nichts Spannendes ansteht. Obwohl doch, wir gehen heute Abend noch zum Akro-Yoga, also Akro für Akrobatik. Hier hat es jetzt auch geregnet und ja, irgendwie zieht so ein bisschen Unwetter auf, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den ganzen Morgen was für die Uni nachgeholt und ich werde mich jetzt auch wieder an die Uni setzen. Und gleich ist noch ein Online-Kurs von einer Freundin von mir. Da nehme ich auf jeden Fall dran teil, also einen Heat-Kurs. Und dann mache ich wieder was für die Uni und dann geht es zum Yoga. Und deswegen, ja, steht heute hier halt ein bisschen ruhiger. Okay, ich habe gerade 40 Minuten Heat gemacht. Das war echt richtig anstrengend. Also ich habe richtig geschwitzt. Ich bin sogar bei der Plank abgerutscht auf den Fliesen, weil ich so geschwitzt habe. Ja, hier ist es halt richtig heiß. Und jetzt esse ich erstmal was. Ich habe hier Eier. Ich mache mir jetzt ein Rührei mit Mais und Tomate. Und genau, weil ich habe nämlich jetzt echt Hunger. Ich denke, ich beende jetzt auch den ersten Guadeloupe-Vlog an hier der Stelle. Wir gehen ja später noch zum Akro-Yoga und falls ich da noch irgendwie was mitfilme, dann schneide ich das definitiv noch in hier den Vlog mit rein. Und ich bin jetzt noch 2,5 Wochen hier vor Ort. Das heißt, es werden noch ganz viele Videos online kommen. Und um die nicht zu verpassen, kannst du mir gerne ein Abo dalassen und einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Bis dann. Ciao, ciao.